Ja, willkommen zurück, ihr Survival-Apokalypse-Zuschauer, ihr schwindligen Späßchen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die in Alpha 16, gemeinsam mit dem, mit dem Taschenlampen-Markus. Servus. Howdy, aufstehen, Howdy. ne? Ja, aufstehen, genau, kurz vor 4, Tag 3, da kann man dann schon mal aus den Federn sich pellen. Ne, wir haben ja heute ein bisschen was vor uns. In der Tat, ja. Wir wollen ja nicht nur faul rumsitzen, sondern wir Nee. müssen was tun. Wir brauchen Fleisch, wir brauchen Leder, wir brauchen Holz, wir brauchen Stein, wir brauchen eigentlich so gut wie alles Mögliche. Das ist Ah, richtig. schöne Musik. Ja, warte mal kurz. Ja, ich warte kurz. Hier hinten ist noch eine kurze Hose drin, wenn du die anziehen möchtest. Ah Weiß ich ja, nicht. aber ich habe doch eine kurze Hose. Ja, jetzt eine rote. Ja, aber ich hatte zuvor eine. Nee. Nicht? Nee. Okay. Dann nicht. Oh Gott. Sieht interessant aus. Halten wir fest. Na gut. Raus hier. Ja, wo ist er denn jetzt wieder, ne? Der Kollege da drüben. Was haben wir gesagt? Holzstein schlagen mich tot. Ja, so ungefähr in Da der ist Stein. Reihenfolge. Da ist ein Vogelnest. Das nehme ich mit. Den Stein auch. Du musst jetzt immer gut auf dein Werkzeug Acht geben, ich merke schon. Noch mehr als zuvor. Ja. Ja, ich skripte das immer gleich, wenn es kaputt ist. Ja? Ja, machst du es nicht? Reparierst du das oder was? Hm, ja, ich hab's auch schon repariert. Ach, dann für 24 Punkte, weil bringt ja gar nichts. Ja, ich Hab meine, jetzt schon ob jetzt einmal. 25 oder 24, also. Hab jetzt schon einmal geskillt auf Toolsmithing. 48 nach einer Reparatur. Müssten dann 50 Da rauskommen. kommt ein lustiger. Ganz unten, rechts. Oh Gott. Schön. Was? Nach einem Schuss? Nach einem Headshot tot? Respekt. Junge, Junge, lernst dazu, Ich bin Audi. voll der Chef hier, ey. Mein. Muss ich ja. Ich habe jetzt in der Nacht ein Überlebensbuch gelesen, Oh, eine Schlange! Oh, Hölle. Ich setze mich fast erwischt, ja. wo 20 heimliche Tipps drin stehen. Echt? Ja, jetzt musst du ja auch ein bisschen liefern, ne? Nachdem du dich jetzt sowas abschlachten lassen. Ja, 20 heimliche Tipps. Achte zum Beispiel auf deine Freunde. Und so. Wo ist die Schlange? Da am Baum. Da kommt's ja. Das ist nett, Alter. Hast recht. Ah, jetzt habe ich sie Jetzt getroffen. hast du. Schön. Ja, du Drecksvieh, du Elendiges. Schon wieder getroffen. Hau mal drauf, Otto. Siehst du ja gar nicht, das blöde Viech. Jetzt ist er kaputt. Ah, habe ich gut gemacht. Hast du gut gemacht. So, was kriegt man da? Oh, da kriegt man tatsächlich auch so Dingens raus. So Ja. Animal Hide und einmal Stinke-Stinke-Fleisch. Wie hast du die Schlange gesehen? Indem sie dich gebissen hat, oder? Nee, ich habe sie gehört. Okay. Ich hätte da nichts gehört. Du hast nichts gehört? Das Nee. weiß ich nicht. Aber ich musste ja von meinem Buch erzählen. Ja, genau, ja. Von meinem Traue niemandem Buch. Vor allem nicht Namensvettern, angeblichen Freunden. Es wird einem sogar schon die Freundschaft hier abgesprochen. Unerhört. Oh. Das kommt davon, wenn man kopflos durch die Gegend rennt. So wie ich. Oh. Pistolenmunition. Das kommt gelegen. Ja, aber gut, dass du die Pistole nicht mit hast. Doch. Jetzt mal die Pistole vorhin genommen. Ach. Wärst du vielleicht noch am Leben? Ich bin am Leben. Ich wollte in den Nahkampf gehen. Ich wollte das Ganze schwieriger machen. Naja. Alles nur fürs zahlende Publikum. Aha.
Verdammt. Erkennst du den Fehler im Plan? Ja. Ja, welchen? Es bezahlt niemand. Eben. Ja, eben. Das kann nicht funktionieren. Oh, ein Nest. Meins? Oh, komm, dieser alte Raffzahn, dieser elendige. Wollen nur 6 Federn drin. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Dann werde ich gleich mal die Gläser auffüllen, ja? Jo, mach das. Ich setz schon mal über. Ich mach die große Überfahrt. Kann übers Wasser laufen. Oh, ich bräuchte langsam was zu essen, stelle ich fest. Bin auch nur bei 31. 25. Nicht viel. Nee, war schon mal mehr. War schon mal mehr. Ja, dann kau doch ein Grashalm, Mensch. Ja, gute Idee. Oder ich hol mir da einfach mal schnell einen Jucker. Oder so. Wow, einen, echt? Einen ganzen? Cool. Einen, ja, ja. Einen hat's gegeben. Das war früher auch ein bisschen mehr. Ja, du sollst ja nur überleben und nicht fett werden. Ach so. Das ist der Plan quasi. Na dann. Das gilt man intensiv. Ich habe 2 Jukas bekommen. Cool. Oh, war ja wieder klar. Ja, der feine Herr hat wieder eine extra Behandlung hier. Irgendwie sind die Viecher ausgestorben, konnte es sein? Ja, also Hirsche habe ich erst eingesehen, ja. Im LP, wo ich gespawnt bin. Oh, jetzt habe ich auch 2 Jucker gekriegt. Cool. Tada! Und schon wieder im Lotto gewonnen, du, mein Freund. Sowas. Ah, du hast Kundschaft gefunden. Wo sind die Viecher, Mensch? Man findet keine Viecher. Nee. Nee. Was, wenn ich daran denke, was früher so an Schweinen hier rumgelaufen ist, ja? Ja, die wurden ja ersetzt. Das ist gar nichts, ey. Nee, Schweine gibt's immer noch. Ich hab gedacht, die wurden ersetzt durch die Wildschweine. Nein, Schweine gibt's auch noch. Hausschweine. Okay. Ja, dann wär's mal an der Zeit, ne? Ja. Achtung, Hund! Oder Wolf, keine Ahnung, was das ist. Wo? Da im Norden. Oder Nordwesten. Norden, direkt Norden, beim Zombie. Wir müssen aufpassen, die an der Stadt sind gerne mal solche Viecher. Ich sehe nix. Dann geh mal hin da. Ah, jetzt sehe ich ihn, ja. Ach, geht er mit dem spazieren oder wie? Die greifen sich gegenseitig an. Sieht man nicht wirklich, ne, wie die sich angreifen. In dem Fall wahrscheinlich nicht, aber es ist so. Was Sappelot? Schon wieder nichts getroffen. Boah, die weichen jetzt immer aus, die Burschen. Jetzt aber. Ohne Jeans, cool. Trägst du ein schickes Höschen? Wenn du meinst, dass das schick ist, dreschick. Ascha hat dich gerettet. Ich musste nicht gerettet werden. Mach ich noch einmal. Der hat die eine verbraten. Ja. Sei froh, dass es nicht der Onkel war, der Dicke. Ja, da bin ich auch froh. Danke, Hobby. Ja, ja. Hat sich gerade so angehört.
Ich finde es halt echt schwierig, wenn die Zombies jetzt alle so leise sind, dass man sie gar nicht mehr hört. Ja, ist aber nicht bei allen der Fall, ne? Was ist denn das? Shotgun Messiah, hier, schau mal. Ja, ich sehe es. Aber willst du jetzt schon reingehen? Kriegst du doch nichts raus jetzt. Ja. Da ist ein Medi. Ah, tatsächlich. Ist gut für dich, glaube ich, ne? Mit deiner Infektion. Ah, da ist eine Trulla drin. Auch eine neue, falls du sie noch nicht gesehen hast. Nee, ich komme gleich. Moment, musst du was schnell die Nester palündern. Oh, da drüben kommt eine Krankenschwester. Nee, es ist gar keine Krankenschwester. Cheerleader. Ja. Eine Kopflose. Guck mal rein. Ich brauche Holz, jawohl, gute Idee. Victor, sieht aus wie ein Schneewittchen, nur in dick. Ach, die Fat Lady, die haben wir vorhin schon gesehen in unserem ersten Häuschen. Jetzt geht sie spazieren, oder was? Jetzt haut sie ab. Ich oh Gott, nicht. Diese Frauenzimmer. Schrecklich. Oh, fuck! Ich komm nicht weg hier. Aha. Ich war nicht gestunt, ich habe nur einen falschen Knopf gedrückt. Ich habe mich so erschrocken, dass ich auf dem Tabulator-Taste gekommen bin. Und... bin ich weggekommen. Habe ich dich gerettet? Ich bin ein Retter. Der Retter in der Not. So macht man das. Ne? Nicht die Jungs sterben lassen. Ja. So, jetzt. Klaute mir mein Bier zum Dank. Oh, da steht noch einer. Du kommst ja klar, ne? Alter, warum läuft denn die? Der läuft. Die läuft! Und draußen ist noch. Da ist gerade jemand vorbeigelaufen da draußen. Wieso laufen die denn, ey? Wieso? Sind die doof? Reagieren die gar nicht mehr auf Fleisch oder was? Was ist hier los? Dann riecht das Fleisch gar nicht mehr. Es gibt gar keine Effekte mehr, sehe ich das richtig? Ich amüsiere mich draußen mit Krankenschwestern übrigens, gell? Bloß zur Info. Ja, ist keiner. Ich habe keine Pillen gefunden. Hier hat nix. Niente. Ich habe nur ein Medi gefunden. Alkohol, Vitamine, Bloodback. Ich glaub's nicht. Das Fleisch riecht nicht mehr. Aber es steht dran, ne? Wo steht das? Ich meine, es steht dran, Nee. Also, nee, steht nicht dran. Riecht. Also beim Gebratenen riecht's. Bei dem riecht's nicht. Oder es steht nicht dran. Also es steht definitiv nicht dran. Heißt, du hast jetzt da drin nichts gefunden, oder wie? Shit. Nein. Weg. Wieso weg? Da kommt. Kommen welche, wollte ich sagen. Ja, dann lassen doch. Bitte recht freundlich. Danke. Oh, da kommt eine Fat Lady. Kommt die denn her, ey? Vielleicht eine Wanderhorde? Hat ein Bierchen dabei. Die hat ein Höschen, hat er an. Oh Gott, was eher? Ja. Schwierig. Nee, drin war nichts. Also vielleicht ist oben noch was, aber... Es gibt noch den ersten Stock. Ja, aber da sind die Zombies da hinten. Aha. Wer von uns hat jetzt die Infektion? Ich. Ja dann. Die läuft hinten raus. Ist noch ein, ja. Oh! Antibiotika! Na dann raus hier.
Was ein Kampf hier da. Übel. Aber hallo. Guck dir mal die ganze Gebäude an, die neuen. Das ist ja echt geil. Gemacht, ey. Flott. Ja. Hat was, definitiv. Ein Chicken da unten. Ein Schinken wäre mir lieber. Da hinten sind Shops. Wo ist hinten? Tankstelle, ne, Tankstelle ist da. Richtung Nordwesten. Wir brauchen eigentlich, ne? Ja. Was brauchen wir? Ja, eigentlich müssen wir jagen gehen, ne? Eigentlich müssen wir jagen gehen und eigentlich brauchen wir auch Clay und sowas und ein bisschen Holz und, ne, also, deswegen. Ja. Das stimmt. Ja. Lass uns erstmal das Unangenehme machen. Ja. Das ist der Buch. Ne, ist er nicht. Dachte. Was wolltest du sagen? Nee, alles gut. Alles gut. Gut ist alles gut. Alles gut. Echt, wo sind die ganzen Tiere hin? Wo sind die Viecher hin? Da ist ein, da links, 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 links. Lassen erstmal. Ach komm, das gibt's doch nicht. Der hat nicht gegolten als Treffer. Jawohl. Da haben wir ihn erwischt. Tot ist er. Gut, gut. Meisterschütze. Zeltlager links. Ja, habe ich gesehen. Ich höre weder Schlange noch sonst irgendwas. Nee, alles safe. Das hört man gern. Ja, hier ist aber ganz schön Frequenz, gell, was so Zombies angeht. Ja, in der Stadt ist das schon ordentlich. Du holst dann noch eine Packung Steine. Ja. Ich habe 7-mal Tierhaut. Kannst du gleich zu Leder verarbeiten. Was? Kannst du gleich zu Leder verarbeiten. Oh, tatsächlich. Gibt's da dieses Ding gar nicht mehr? Die Bellows machst du aus Leder jetzt. Nein, nein, ich meine diesen Dingens, das man da freischalten muss. Die Leather Tanning oder was nein, das war. Nein, nein, nein. Da drüben ist wieder so Geier. Verdammt, Axt. Im Osten. Ah, ich sehe genau. Nicht gut. Kurz umschauen, genau. So. Ich habe 5-mal Fleisch. Du hast das Wasser aufgefüllt, hast gesagt, gell? Ja. Okay. Naja. Dann... Wie viel Leder hast du? 14. Plus 7 müsste reichen, ne? Ja. Wir brauchen... Früher brauchte man 2-mal diese Rohre, diese Pipes. Pipes habe ich 2. Dann brauchen wir wahrscheinlich bloß noch Clay. Clay, ja. Hast du auf dem Herweg Clay gesehen irgendwo? Kurz gerade gucken, ja, Clay ist südöstlich von uns. Südöstlich, ja. Weil ich habe eine Schaufel da. Okay. Das läuft doch, Mensch. Ja, erst einmal hole das Zeug jetzt.
Hier soll Clay sein. Nee, weiter nach rechts. Ah ja, jetzt. Da drüben, ja. Aua, verdammter Kaktus, sie fix. Das hat sich nicht geändert. Nee, das hat sich nicht geändert, null. Hä? Ach, nach Westen, mein Gott. Ja, ja, hier. Hier ist er. Naja, hier auch. Ich sammle noch ein paar Blumen ein für einen Tee. Jo. Tun sie das. Ich würde den Cotton an deiner Stelle auch mitnehmen. Cotton? Jo, schadet nicht. Mr. Cotton. Jerry Cotton, ja. Ah, jetzt hat er wieder Hunger. Ja, 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 ja. Du kriegst ja was. Irgendwann. Ich hab doch hier... Nom. Junge, Junge. Ich will meinen Harvesting-Bonus wieder. Damit kann's doch jeder, Robi. Na, trotzdem, lass mich doch jammern. Ja, mach ich auch. Ja, ja. Aber irgendwann bluten die Ohren, verstehst du? Ach, hör doch auf. Von deinem Geheule. Hör doch auf, so. Stimmt doch gar nicht. Dann erzähl doch eine schöne Geschichte. Zum Abschluss der Folge, mein Herr. Die Geschichte, wie du den Arsch versohlt bekommen hast von dem Dicken. Es war so klar. Klopp doch mal den Stein hier, Alter. Ich brauche noch ein Foto, wo nachweislich der Markus was gemacht hat. Mhm. Kannst du das stoppen? Bleib mal so. Ah, wunderbar. Jetzt sieht es tatsächlich so aus, als würdest du auch mal was tun. Ja, ist ja cool, oder? Mhm. Nicht schlecht. Danke. Vielleicht glauben es die Zuschauer ja auch. Ja. Wahrscheinlich schalten sie nur deswegen ein, weil sie sagen, oh, schau mal, der Aldi tut auch mal was. Das müssen wir uns anschauen. Der tut immer was. Ja, seinen Freund sterben lassen, zum Beispiel. Also ich kann nicht rund um die Uhr 24/7 auf dich aufpassen, ja? Das geht einfach nicht. Nein, nein. Ist auch gut. So, aber wenn wir schon gerade dabei sind, die Folge ist tatsächlich zu Ende, mein Herr. Du hast recht. Echt? Magst du dich mal verabschieden von den Zuschauern? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und deswegen sagen wir vielen Dank und bis neulich. Wie ein großer Respekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.